Ja, bitte, Bruder. Also ich habe letztens mit einem Bruder gesprochen, der hat Schwierigkeiten gehabt, Fajr aufzustehen. Also er hatte mich gefragt, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, es nachzuholen. Und ich habe darüber verschiedene Meinungen gehört. Inshallah, weißt du, also, ist ganz klar. Wenn man ein Gebet verpasst, dann muss man das Gebet nachholen. Also die Frage war gewesen, jemand fragt, ob man das Fajr-Gebet nachholen kann. Erstmal, sobald man das Gebet nicht in der Zeit betet, das Zeit vom Fajr-Gebet wäre jetzt von Fajr, von Morgenröte bis zum Sonnenaufgang. Wer es bis dahin nicht gebetet hat, wer nicht einen Rakat vor Sonnenaufgang gebetet hat und hat das nicht aus Vergesslichkeit oder weil er verschlafen hat gemacht, sondern er hat das absichtlich nicht gemacht, der hat eine große Sünde gemacht. Der hat eine riesengroße Sünde gemacht. Wer es absichtlich macht, nicht wer verschläft. Der Prophet a.s.w. hat einmal verschlafen, hat Fajr verschlafen, weil der Allah sagt im Koran auch, رُفِيَدْ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَافٍ. Der Kalam, der wird von drei Leuten aufgehoben. Und dazu gehört wer? Dazu gehört einmal, ja, as-sabi hatta yablu, das heißt der kleine Junge, bis er erwachsen wird. Und dann an-naim hatta yastaykith, das heißt der schläft, bis er aufwacht. Wal-majnun hatta yafuq, hatta yafuq, hatta yafuq. Und der Verrückte, bis er also den Verstand wiederbekommt. Weil wenn du schläfst, du kannst das nicht, du stellst vielleicht den Wecker, ach, wie oft ist schon passiert, du hast den Wecker gestellt, du hast ihn überhaupt nicht gehört. Oder auch, manchmal bist du gar nicht richtig wach, jemand weckt dich beispielsweise. Und das müsst ihr auch machen, wenn ihr jemand weckt, ihr müsst ihn richtig wecken. Der kriegt gar nichts mit. Du fragst ihn dann später, dann sagst du zu ihm, ja, ich habe dich geweckt. Aber der war gar nicht richtig wach, der war noch, das sagt er, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Weil der voll im Unterbewusstsein ist, du musst ihn richtig wecken. Ja, so hier, dann hat er eine große Sünde gemacht, wenn er das nicht macht. Wenn er in dieser Zeit nicht betet, hat er eine große Sünde. Und natürlich das Beste ist, das Gebet am Anfang der Zeit zu beten. So, aber was ist mit dem Gebet? Muss er das nachholen? Er muss das nachholen. Deswegen sollte man die Frage vielleicht anders formulieren. Nicht so, kann ich das Gebet nachholen? Sondern er müsste fragen, kann ich das Gebet zu einer späteren Zeit beten? Weil er muss es nachholen. Er kann es nicht nachholen, er muss es nachholen. Das schuldet er Allah. Wenn der Prophet a.s. verschlafen hat und danach lässt er Adhan und Iqama nochmal machen und betet nach, wo er verschlafen hat und eigentlich der Kalam ist hochgehoben, dann muss der, der es extra macht, erst recht das Gebet nachholen. Und so sagt auch Imam Nawawi, rahimahullah. Das ist ein Schulden, das ist was Allah schuldet. Genau wie der dich fastet, diesen Tag nachholen muss. Und deswegen, man muss das Gebet in seiner Zeitspanne machen. Spätestens bis ein Rakat davor muss es durchgeführt worden sein. Also, das heißt, bevor die andere Gebetszeit eintritt, muss man mindestens einen Rakat gebetet haben. Mindestens. Aber das ist natürlich schon kritisch. Man sollte normalerweise am Anfang beten. Es gibt aber Gebete, die kann man zusammenfassen. Dhuhr und Asr und Maghrib und Isha. Zum Beispiel auf der Reise. Zum Beispiel bei Regen. Und die Hanbaliten sagen auch, weil der Prophet hat manchmal diese Gebete zusammengefasst ohne Grund, dass man das zum Beispiel auch machen kann, wie zum Beispiel ohne Grund ab und zu, aber nicht, dass das ständig gemacht wird. Und hier sagen dann einige zum Beispiel in der schwierigen Situation wie heute, mit Arbeit und so weiter und so fort, dass man das so Gebet und dies zusammenfasst, wenn ich auf der Reise bin. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich bete das Maghrib-Gebet jetzt nicht, sondern ich bete später Maghrib und Isha zusammen, zur Zeit von Isha. Oder ich bete in dieser Zeit, von Maghrib bis zum Ende von Isha, muss ich diese zwei Gebete gebetet haben.